Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores. Wir sind im Sommer 260 vor Christus und wir spielen Total War Rome 1. Mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir müssen jetzt gleich mal gegen Reginas Rolf kämpfen. Und wir sind aber nicht da, sondern wir wurden hier angegriffen. Und ob wir das schaffen werden, das sehen wir jetzt gleich. 50 Mann weniger haben wir, aber ich glaube, wir haben insgesamt doch auch recht gute Truppen. Warten wir mal ab. Warten wir es mal ab. Lassen wir mal die Ansprache hier weg. Und suchen wir uns ein schönes, möglichst hochgelegenes Plätzchen. Aber wir haben nur zwei Bogen, ne? Haha, das ist nicht gut. Da sind die Weiber, Axtkämpfer und noch mehr Weiber. Okay. Auf die Weiber schießen. Jen. Feindliche Kriegsherrflieger. Ich würde sagen, die kriegen den General nicht klein gehackt, ne? Und jagt die anderen hinterher. Ah, wir haben ihn da, okay. Boah, sorry, ne? Hmm.
Die sind ganz schön tough. Jetzt immer drauf nochmal mit Brandpfeilen. Ja, ich würde gerade sagen, das muss ja eigentlich reichen, ne? Es ist kein Kampf mehr. Es ist eine Jagd. Eine Feiglingsjagd. Los bitte noch hier an. Das ist ganz schön schnell, ne? Junge, Junge. Boah, 20 Mann nur Überlebten und einer davon ist ein General, ne? Leider haben wir den nicht erwischt. Aber dafür konnten wir diese Gefahr bravourös abwehren. Behaupte ich. Oh, guck mal, der macht einen Ausfall. Okay. Ja, dann. Ja, dann. Dann gibt es direkt die nächste Schlacht zu sehen. Hoffentlich nehmen wir Sparta jetzt ein. Der Tag bricht an. Er wird blutig sein. Aber wir kamen nicht, um vor Blut davonzulaufen, sondern um zu kämpfen. Möge euer Schlachtruf lauten: Tod! Tod und Schmach für unsere Feinde! Cool, Positionierung starten. So, ich hole mir mal gerade einen Kaffee. So, jetzt ganz gestärkt gegen die Griechen ins Gefecht gehen. Jetzt ruhig ein bisschen kompakter stellen. Und euch spielen wir als Schock. Guck mal, und die stelle ich sogar ganz gerne. Ne, stelle die erstmal noch schmal auf. Der Feind fürchtet sich. Er hat noch mehr Männer geholt. Egal, die Toten zählen wir nach dem Sieg. So ist es. So, dann müssen wir jetzt mal voran, dass das ein Milizsupplied. Ah, ne, das sind keine Milizsuppliden, alles klar. Gruppe auflösen! Einheiten! Marschieren! Einheiten! Gruppieren! Einheiten! Einheiten! Feuer! Nehmen wir Feuer aus. Ups. Mehr. Es ist eine Jagd. Eine Feiglingsjagd. Der feindliche Kriegsherr ist tot. Eure mutigen Krieger erschlugen ihn. Warte mal, mach mal zwei hier hin. Die anderen hier hin. Ups, falsche Taste, sorry.
Tatsächlich, die meisten Einheiten hat unser General verloren. Ups. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Die sind sehr schnell für eine Einheit in Phalanx, wie ich finde. Irgendwie funktioniert das Einheiten-Dragging nicht so richtig, wie ich will. Ja, das ist mal da oben lang. Das ist ein bisschen sicherer. Und leider noch 53, okay. Wir müssen aber halt... Sag mal, jetzt greif den doch mal an. Wir müssen davon ausgehen, dass er die, nicht behält. Der Feind flieht vom Feld wie ein Pack ängstlicher Ziegen. So, dann war's das. Auch die Spartaner haben wir platt gemacht. Damit gehört uns Sparta. Fürchtet uns. Spartanischer Siegeskaffee. Das ist der beste Siegeskaffee. Ah, ne, hör auf. Der hat noch eine Armee da unten gehabt und ich habe sie nicht gesehen. Oder hat er die gerade... Ah, ne, der hat die gerade mit der Gondola gebracht, ne? Wicked. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Ja. Junge, 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 Junge. Was geht denn ab? Alter, wo kommen die denn alle her? Das ist ja irre. Das ist ja absolut irre. Boah, und die Piraten. Oh ne, Achtung, da sind zwei griechische Gammelschiffe. Wir hauen mal besser ab. Naja, egal. Okay, hehehe. Und ich habe mir schon ebenso, als ich die Treppe runtergegangen bin, um meinen Kaffee zu holen, habe ich mir schon ausgemalt. Ah, da gehen wir dann hin, ne? Und dann erholen wir uns noch Rhodos und so. Und jetzt denke ich erstmal so, boah, jetzt können wir erstmal 4 Runden gegen Thermon. Ah, shit, ey. Größte Seite sind wir. Okay, Steuern auf jeden Fall jetzt ausreichend für den Armeeunterhalt. Hell yeah, hell yeah. Okay. Boah, Adelskampf, cool. Wenn wir die mal vergleichen, ne?
Okay, der reguläre Angriffswert, der ist gar nicht so heftig. Es hat halt einen sehr nicen Defensivwert. Ja, aber, und das ist es mit der Herrlichkeit Darkiens, ne? Also das sind jetzt die besten Truppen, die wir haben. Boah, da kommt noch einer. Junge. General! Junge. Ja. General! Das sind wahrscheinlich auch wieder fast nur Fernkämpfer, ne? Ich überlege gerade, ob wir aus strategischen Gründen hier so bei den Karpaten, ob wir hier einen vorbauen sollen. Einfach nur, damit er nicht so schnell da durchlaufen kann. Marschieren! Es geht nicht weiter! Ach guck mal, da ist auch nochmal ein Karl von Regina. Der Karl und die Regina, die wissen, wie der Hase läuft hier. Ja. Okay. Gut. Ja, machen wir Nägel mit Köpfen. Wir brauchen einen Markt. Gehen wir den Steuern auf hoch. Wir sind auf sehr hoch. Wir brauchen auch hier einen Markt. Ne? Wobei ich auch sagen würde, gegen die Germanen, ein Stall ist hier auch angezeigt eigentlich. Sparta kriegt einen Händler. Fortbildung machen wir gleich. Korinth bekommt eine Heldenhalle. Würde ich sagen. Oder... Ja, eine Heldenhalle ist gut. So, für die Einheitenrekrutierung ist es eine schöne Sache. Und du machst so einen Kriegsherrenstall hier unten. Die Kohle haben wir ja, glaube ich. Und das war's. Ne? Okay, sauber. Das reicht auch noch für ein paar weitere Einheiten. Okay. Ja, Meister. Dieser Agent sagt mir... Da ist ein greiser Seitenanführer. Wir können jetzt natürlich pokern und sagen, in 4 Jahren nippelt er eh ab, aber so einfach ist es nicht. Wir laufen erstmal hier hoch. Da sind wir von der... Okay, gut. Ich bin ein bisschen beruhigt. Die Armee ist nicht so... Die Armee ist nicht so stark, wie ich es befürchtet habe. Nichtsdestotrotz, diese Armee hier unten ist ja stark. Gegen die müssen wir mindestens auf jeden Fall vorgehen. Bewegung! Befehle, Häuptling! Und da passen noch 3 Einheiten rein. Du wolltest... Häuptling! General! Okay, du lässt dich in Larissa fortbilden. Befehle! Du lässt dich nachher in Thessaloniki fortbilden. Häuptling. Du nimmst noch einen Elite-Schwertkämpfer mit. Du machst noch einen Bauern. Du rekrutierst mir ohnehin... Nee, du rekrutierst mir eine Adelskaff. Weil den Bauern bekommen wir hier aus Korinth. Und jetzt greifst du den mal an.
Und ich glaube, dass wir diese Armee hier unten auch vernichten. Die Schlacht ist nicht schwer zu ertragen, aber der Blick der eigenen Frau, wenn man ein Schwächling ist. Aber ich sehe hier niemanden, der sich deswegen sorgen müsste. Der Spruch ist so geil, ne? Aber der Blick der eigenen Frau, wenn man ein Schwächling ist. Mut erfüllt die Herzen aller Krieger. Mut und vieles mehr. Jeder Krieger weiß, wer flieht, der hat sich nicht nur vor mir, sondern auch vor den Göttern zu verantworten. Wartet auf meine Befehle. Okay. Bogenschützen, ich stelle euch nochmal kompakt auf. Das hat vorhin ganz gut geklappt. Den Plänkelmodus machen wir aus. Ja. Wie schießen wir bitte hier vorne dran? Das da wird eine Einheit. Das ist eine zweite Einheit. Euch hätte ich gerne hier. Euch hätte ich gerne hier. Oh, warte mal. Du spotest mal hier hin. Und euch hätte ich gerne auch hier. Lass jetzt bitte weglaufen. So, jetzt muss ich versuchen, diese flüchtenden Einheiten hier aufzuhalten. Hau ab, ey, was? Du läufst echt behämmert, ne? Ja. Flüchtet die Kaff-Einheit, weil er gerade ein Drittel seiner Männer in einer Aktion verloren hat. Kriegst du mal bitte an. Oh, Junge! Junge!
Und auf einmal kleben sie alle da drin wie sonst was. Jetzt bitte eine Massenpanik könnte ich jetzt gebrauchen. Der Feind flieht vom Feld wie ein Pack ängstlicher Ziegen. Jagt und tötet sie alle! Ah, der Mist mit der Kavallerie, der ätzt. Barbarische Kavallerie. Einheiten! Einheiten! Attackeinheiten! Kampfkämpfer! Angriff! Wir müssen... So, eine Gen-Einheit habe ich mir noch selber weggeschossen. Sieg! Achso, der zieht sich jetzt auf das Schiff zurück. Mit seinen Einheiten, die er da noch hat. Okay. Gut, gut. Dann werden wir damit leben müssen. General! Befehle? Muss man gerade einmal durchgehen. Ja. Die beiden haben so die wenigsten Bewegungspunkte. Ja, lass ihn da nochmal drin stehen. Wir können nicht weiter. Häuptling. Befehle. Befehle. Ja, ja. Befehle? Ja. General. Befehle? Stoßt vor! Ja. Befehle? Häuptling! Stoßt vor! Häuptling! Häuptling! General. Stoßt vor! Häuptling! Häuptling! General. Marschieren! Ja. Herr? Befehle? Marschieren! Schließe mich den Truppen an! Es geht nicht weiter! Häuptling. Schließe mich den Fuppen an! Häuptling! 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 Ja! Ich überlege gerade, ob ich den noch mitnehmen will. Jetzt mal nach Korinth schicken. Fernkämpfer rein. Stoßt vor. Komm, die Kaff kann man hier auch schon direkt gut gebrauchen. Okay. Ja, leider haben wir den Typen nicht erwischt, ne? Aber wenn wir Schwein haben, wird diese Flotte von den Piraten jetzt harassed und kommt nie wieder zurück. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Nochmal nach Thessaloniki. Ja, General. Lauf du mal nach Larissa. Ja. Das hat eigentlich keinen Wert mehr in Byzanz, irgendwelche Truppen zu rekrutieren, weil die zu lange brauchen. Selbst Kavallerieeinheiten sind ja sehr langsam hier bei mir. Nimm stattdessen noch einen Bauern und dann passt das auch mit der
passt das hier auch mit der Rekrutierung. Ich sehe nur das Hottehü mit. Und dann machst du mir lieber noch ein paar Bogenschützen. Die können wir hier besser gebrauchen. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Da müssen wir auch nochmal gucken. Die lasse ich mal drin stehen hier. Bogenschütze hier. Infanterie hier. General. Dann nehmen wir hier noch einen Söldner-Peltasten. Ja, nehmen wir die gleich noch mit. Stoßt vor! Stoßt vor! General! General! Befehle? Bewegung! General! Befehle? Verlasse die Armee! Nur noch so ein Peltasten da rein. Frage ist, nehme ich die auch noch mit? Also wir haben auch was an Bogenschützen da. Ja. Und ich würde da jetzt nur ungerne würde der jetzt nur ungern gegen die berittenen Bogenschützen antreten. Stoßt vor! Deswegen läufst du mal zurück. Herr? Dezent. Ja, dann sollten wir es vielleicht doch manuell machen. Ich habe gedacht, ich komme vielleicht drum rum. Krieger sind eingetroffen. Vielleicht ist es Zeit, dass sie den Feind töten. Erstmal zurück. Das ist hier natürlich in dieser Mulde gefährlich. Ich werde übrigens... Oh, warte mal. Falsche Richtung. Ich werde hier gleich schneeblind übrigens. Wo ist es? Gamma, 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 Gamma. Hm. Okay, vergiss es. So. Also wir bekommen doch auch Kampfbonus im Schnee, ne?
schneller! Ja gut, die Bauern sollen ja auch ihr Beschuss fressen. So, dann jagen wir erstmal die Bogenschützenbande davon. Versuchen, zumindest seine Einheiten hier noch ein bisschen rumzuscheuchen. Oh, warte mal. Da haben wir echt noch, warte mal, da haben 10 überlebt. Jetzt mal schmeißen. So, der Rest der Jungle-Star haut wahrscheinlich ab. Und das soll mir recht sein. Der Feind flieht vom Feld. Wir müssen nicht mehr kämpfen. Wir brauchen mehr Bogenschützen. Viel mehr Bogenschützen. Fürchtet uns, Herr. Und da ist jetzt übrigens auch eine richtige Brücke. Das macht es für uns auch nochmal ein bisschen einfacher. Die lösen wir bitte auf. Und dann bilden wir die Einheiten hier noch fort. Ja. Befehle. Und jetzt sollten wir da noch irgendeine Einheit rekrutieren, idealiter. Pass auf, bricht das mal ab. Nehmen noch einen Bogenschützen mit. Wir bauen hier mal eine Taverne. Nee, warte, wir bauen keine Taverne. Wir sparen das Geld. Okay, und ich glaube, dann habe ich auch alles soweit bewegt, außer meine Diplomaten hier hinten. Sofort. Der sollte mal versuchen, hier unten lang zu laufen. Ja, um dieser Gebirgspass ist eigentlich blöd. Weil wenn da eine Einheit steht, kommen wir da nicht durch. Okay, da unten haben wir vertrieben, da haben wir eine Armee aufgestellt. Und da kommt ein Bauer rein, ne, genau. Und hier sind wir auf sehr hoch. Hier gehen wir auf sehr hoch. Hier sind wir auf sehr hoch. Hier sind wir auf sehr hoch, hoch, normal, hoch. Okay. Jede Runde wieder. Ein
Uff, uff, uff. No, jo, 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 jo. Boah, sehr gut. Endlich. Gut, wenn der Typ hingerichtet wurde, ist das super. Siedlung belagert. Siedlung belagert. Siedlung belagert. Oh, 3 Stück. Okay. Fortschrittlichste Seite ist jetzt Ägypten. In gewisser Produktivität, okay. Rekrutierungsbericht. Alles easy. Befehle. Der Regina-Rolf ist schon wieder da. General. Der Typ, der würde dich frühstücken, dann sage ich dir. Der läuft dann hoch. Bleib mal da, der bleibt mal da. General, marschieren. Befehle, stoßt vor. Wir haben halt auch weniger Kohle jetzt gekriegt, weil er uns gerade belagert, ne? Ja. Wir könnten hier hingehen. Okay, pass auf. Bauer, kommst du nach Sparta, ne? So geht doch dieses berühmte Sprichwort. Häuptling. Ja. Haut nicht hin. Das heißt, die müssen wir nächste Runde freiboxen. Das geht aber. Also es wäre schlimmer... Oh Gott, Alter, diese Armee. So viel Milizkavallerie. Also das ist besser, ne? Das ist halt nur Trash. Also das ist halt ein Fullstack Premium Trash. Okay, also ich sage, wie wir es machen werden. Und das machen wir aber im nächsten Part, aber das wird funktionieren, das darf ich jetzt schon verraten. Erstmal tun wir mal STRG N. Das sind Seleukide. Mein Spion heißt Burubista. Ach, ist ja witzig. Antigonos von Sparta, das ist der Erbe. Aua. Mit STRG T kann man übrigens auch die Städtenamen ein- und ausschalten. Sehr praktisch. Und mit der Akzenttaste kann man die Bewegungsbefehle seiner Einheiten sehen. Auch sehr praktisch. Wissen nicht alle. Aber alle Zuschauer des Kanals wissen das längst, weil ich das häufig... Diese Taste benutze ich zum Beispiel auch häufig, um zu gucken, ob ich alle Bewegungen gemacht habe, die ich mir vorher überlegt habe. Ist ganz hilfreich. Falls man mal was übersieht. Okay. Die Griechen sind nicht in Sicht, außer diese riesigen Armeen, die sich da vor uns bewegen. Ich sage, wie wir es machen werden. Wir werden diese Armee hier in seinen Rücken bewegen. Wir werden mit dieser Armee den Angriff ausführen. Wir werden mit dieser Armee dann weiter aufbrechen Richtung Norden. Also hier in die Richtung, um Larissa zu entsetzen. Und dann... Lass mal übrigens kurz gucken. Du kannst schon mal hier hinlaufen. Vorwärts. Es geht nicht weiter. Wir haben hier jetzt übrigens bereits schon die Möglichkeit, um diese Rebellenarmee hier auszuschalten. Aber das hat jetzt nicht die höchste Prio bei mir, ne? Die Einheiten hier sind vielleicht noch ganz nützlich,
um gegen diese Armee hier zu kämpfen, weil Bogenschützen sind sein Kryptonit mit den Jungs hier, ne? Übrigens auch noch eine andere Sache, ne? Das müssen wir unbedingt machen. Wir brauchen hier unbedingt einen besseren, das ist halt so doof, weil ich diese Bevölkerung hier ausradieren muss, ne? Wir brauchen hier unbedingt bessere Bogenschützen hier oben. Das ist das Wichtigste, um gegen die Skythen endlich mal einen Stich zu machen, ne? Warum habe ich hier eigentlich den Marktplatz gewonnen, nicht den Schützenplatz? Ne? Können wir das mal einfach verraten? Machen wir nächste Runde. Den bauen wir im nächsten Part hier aus. Ja, das wird es uns viel, viel, viel leichter machen. Gegen die Germanen klappt es ja so gut, ne? Weil das sind keine fernkampfstarken Einheiten. Die Skythen selbst sind halt auch einfach eine super starke Fraktion. Machen wir uns nichts vor. Berittene Bogenschützen sind halt King. Ich habe ja auch ein Let's Play mit den Skythen gemacht, habt ihr gesehen, wie ich hier raide oder geradet habe. Das habt ihr übrigens auch bei Armenien und bei den Parthern gesehen, ne? Da kann man einfach, da rockt man halt einfach so alles weg mit den Viechern. Okay, ne? Also das ist aber tatsächlich halt hier so ein Problem. Wir können in Thessaloniki welche bauen, aber die brauchen ja ewig um 3 Tage, bis sie hier oben sind. Das ist also eher, wenn wir uns ja das mal angucken, ne? Ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5 Runden, da ist es schon. Okay, da können wir 1 oder 2 Einheiten hier hoch verschicken. Wenn wir in Porulissum das Ding gebaut haben und dann haben wir ja innerhalb dieser Runden, wenn die Einheiten von da unten ankommen, haben wir dann da 3 Elite-Bogenschützen stehen und können dann damit anfangen, was zu machen. Ne? Es ist halt auch eine Kostenfrage, weil diese Crap-Truppen, die wir halt hier haben, die sind halt auch natürlich in Relation, sind die halt auch relativ teuer, ne? Wenn ihr euch das mal anguckt. Ne? Also so ein Elite-Bogenschütze. Der ist natürlich, klar, der ist natürlich teurer als ein normaler Bogenschütze, der aber halt wirklich echt nicht viel und der ersetzt uns einfach auch die Speerkämpfer so mehr oder weniger. Wenn wir mal schauen, Defensive 11, Rüstung 7, Verteidigungsfähigkeit 4 gegen Rüstung 3, Verteidigungsfähigkeit 3, ne, das ist halt einfach, die haben Papieruniformen an, die Skythen schießen die halt einfach weg, ne. Unkontrollierte Rage minus 2 Einfluss, okay. Lololol, okay. Ja, also alles andere, das sehen wir dann im nächsten Part. Heute nochmal ausnahmsweise ohne historische Hintergrundinfos, weil es schon relativ weit fortgeschritten ist. Aber ich sag schon mal danke an der Stelle, wünsche euch alles Gute und verbleibe mit einem freundlichen Pax Vobiscum. Valete.